bin's Blippi und heute bin ich im Kindermitmachmuseum in Olympia, Washington und ich bin so aufgeregt, denn hier werden wir einige neue Dinge lernen. Los geht's! Oh, kommt rein! Oh, hey! Mit so einem tollen Teleskop kann man ein paar wirklich coole Dinge sehen. Wow! Wow, apropos cool! Seht euch diese Wand an! Wow! Es gibt eine Menge Pumpen und sie drücken die Luft durch diese Rohre durch. Und seht mal dort! Wir nehmen ein grünes Taschentuch und stecken es hier rein. Oh, es ist ein Schal. Bereit? Wow! Wow! Oh, da ist es! Auf ein neues! Aber diesmal drehen wir es. Und jetzt wird es einen anderen Weg nehmen, denn es hält die Luft ab, den ursprünglichen Weg zu nehmen. Also bereit? 3, 2, 1. Wow, wow, das war schnell. Okay, lasst uns hier rüber gehen. Wir probieren eine andere Farbe. Vielleicht den gelben Schal und den orangefarbenen Schal. Bereit? 3, 2, 1. Wow. Wow. Getunnelt. Wuhu. Gelb und, ja, orange. Wow, was ist das denn? Hier können wir zusammen eine Rakete bauen und sie dann auf der anderen Seite abfeuern. Okay, zuerst nehmen wir das und legen ein weißes Blatt Papier drumrum. Ja, genau so. Yeah, und dann nehmen wir einen Klebestreifen. Es ist wirklich klasse. Oh, um zwei Blatt Papier zusammenzukleben. Genau so. Klebstoff geht auch, aber Flüssigkleber macht oft eine Sauerei. Daher nehmen wir lieber den Klebestreifen. Okay, nun haben wir den Körper der Rakete. Okay, wir brauchen aber noch Finnen. Und zwar so. Hm, mal sehen. Also, wie geht das? Keine Ahnung. Und jetzt schneiden wir. Es ist noch ein großes Rechteck. Aber nun schneide ich es zu. Wir haben ein Dreieck gemacht. Okay, nun falten wir es zusammen. Schon mal eins. Nun haben wir ein weiteres schönes Dreieck. Yeah! Okay, wir falten. Nun werden wir diese Finnen an den Körper der Rakete kleben. Ah, der Klebestreifen ist echt stark. Okay, eins so. Okay, das ist eine Finne. Ist das gut? Sehr gut. Dann machen wir eine Finne auf der anderen Seite. Das wird gut. Ja, wie sieht es aus? Ich finde sie sehr gut. Aha. Jetzt machen wir die Raketenspitze. Wir nehmen dasselbe Blatt Papier. Okay, so, wir sollen einen kleinen Kreis ausschneiden. Aber dann wird so geschnitten. Es ist eine Art Kreis auf einer Seite, ein Halbkreis. Und dort wird es spitz. Und dann sollen wir es noch rollen. Seht ihr das? Perfekt. Nun kleben wir es zusammen. Wow, gleich sind wir fertig. Okay, nun kleben wir es an die Rakete. Meine Rakete. Ja. Sieht nicht so schön aus, aber mal sehen, wie sie fliegt. Oh, wir nehmen noch ein paar von denen, von unseren Vorgängern. Und vielleicht fliegt eine von denen richtig gut, zur Sicherheit.
Falls meine nicht fliegt. Die sieht aus, als würde sie richtig gut fliegen. Wir bringen sie auf die andere Seite. Okay, das ist die Startrampe. Das Erste, was wir machen müssen, ist, sie genau auf die Rampe zu stellen. Okay, diese Rakete habe ich gemacht. Und jetzt müssen wir Druck erzeugen. Das genügt. Okay, und das hier ist der Startknopf. Bereit zum Abschuss und 5, 4, 3, 2, 1. Wow, wow, erledigt. Ja, gut gemacht. Das war die Rakete, die wir gemacht haben. Gut. Erinnert ihr euch an die Rakete, die wir aus dem Papiermüll geholt haben? Mal sehen, wie gut die Rakete meines Vorgängers fliegt. Bereit? Okay. Sie sitzt sehr gut drauf. Und wieder Druck aufbauen. Gut. T-5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, seht doch. Vielleicht ist das der Grund, warum es im Papiermüll war. Das ist so lustig. Hey, kommt mit. Wow, das sieht aus wie ein Kunstatelier. Wow. Und seht mal das an. Das sieht aus wie ein selbstgebauter Roboter. Das ist ziemlich cool. Ja, das ist Kunst, weil sie handgemacht ist. Eine Spüle. Das ist zum Waschen der Hände. Ihr werdet vielleicht etwas schmutzig im Kunstatelier. Wow. Dieser Bereich ist richtig cool, denn es gibt Heißklebepistolen. Sie sind gerade nicht an, aber sie machen diesen Kleber richtig heiß, damit man etwas kleben kann. Und das geht dann richtig flott. Wow. Hey, seht ihr die? Das sind Kunstwerke, die andere Kinder gemacht haben. Wow. Sie sind so bunt und so wunderschön. Wow, lasst uns weiter erkunden. Wow, ich liebe es zu basteln. Oh, hey. Hi. Und wer bist du? Mein Name ist Bryn. Das ist ein schöner Name. Willkommen im Makespace. Der Makespace? Ja. Wow, was macht man denn im Makespace? Hier können wir alles Mögliche basteln und werken. Wir bauen Roboter, wir könnten etwas malen oder wir zeichnen etwas und malen etwas aus. Wow, das klingt nach Spaß. Hast du einen Vorschlag, was ich machen könnte? Das habe ich. Willst du eine Krone basteln? Ja, sicher. Das hier, das kannst du dir nehmen. Du kannst sie dekorieren, wie du magst. Alles klar, vielen Dank. Bye-bye. Okay, lasst uns eine Krone machen. Wow, okay. So, jetzt nehmen wir das und ich glaube, wir nehmen diese gelben Dinger und wickeln sie um unseren Kopf. Oh, Moment, es ist nicht groß genug. Oh, wartet mal. Ich habe eine Idee. Lasst uns den Tacker nehmen. Wir tackern zwei zusammen. Hat geklappt. Genau. Es passt jetzt problemlos komplett um meinen Kopf. Also, es muss die richtige Größe sein. Perfekt. Wir tackern zu. So wird's eine Krone. Aber hier steht was über. Und dafür brauchen wir eine Papierschere. Und schneiden ab, was übersteht. Ja. Seht, nun ist es ein Ring. Und der passt perfekt auf meinen Kopf. Ja, genau so. Okay, die Reste machen wir wieder hier rein. Und nun haben wir all diese Dinge zum Dekorieren. Also, wir legen den Tacker zurück und nehmen uns diesen Marker und malen blaue Wellen darauf, ja? Ja, das ist echt schön. Welche Farbe noch? Wir nehmen den violetten Marker und wir malen wieder Wellen darauf, aber andersherum. Wow. Und wir machen... Und auf der Seite malen wir Zickzack. Wow. Und die Mittellinie. Und wir nehmen noch Schwarz. Das sieht so cool aus. Das war's schon.
Okay, nun, wir haben ein paar gelbe Dinge, die sind weich und zart. Es kitzelt mich. Okay, wie wäre es mit den gelben Dingern genau hier? Vielleicht so. Da, seht ihr es? Ja, das sieht echt gut aus. Gut gemacht. Okay, da ist noch eins. Wow, wir machen noch ein drittes. Perfekt. Genau so. Und ich schiebe sie noch etwas. Okay, wie sieht sie aus? Richtig gut? Aber ich weiß, dass da noch etwas fehlt. Ich denke, es fehlt eine Blume. Ich mach sie hier. Hier hin. Und wie sehe ich aus? Nennt mich einfach König Blippi. Wuhu! Gut gemacht, ihr seid echt kreativ. Eintrittskarten, wer braucht noch Karten? Wer will eine Karte für meine Show? Yep, ich verkaufe Karten für meine Show. Wollt ihr mich dabei begleiten? Ja? Das wird richtig lustig. Okay, ich gehe jetzt Backstage und halte mich bereit. Dann treffen wir uns hinten, okay? Oh nein, das ist nicht gut. Ich bin gar nicht vorbereitet. Oh, okay. Okay, Blippi, du kannst das. Blippi, du schaffst das. Okay, okay, ich kann das. Meine Damen und Herren, Blippi! Test? Test 1, 2? Oh, okay. Willkommen allerseits. Ich habe ein paar echt lustige Witze für euch. Okay. Wie nennt man einen Dinosaurier, der immer schläft? Ein Schnarchosaurier. Okay. Von was ernährt sich ein Eichhörnchen im Winter? Natürlich von seinen Ersparnissen. Oh nein, es funktioniert nicht. Los, Blippi, denk schnell nach.